In diesem Video zeige ich dir, wie du dich auf der Plattform zurechtfindest. Nach der Anmeldung landest du immer auf dieser Neuigkeitenseite, auf der aktuelle Beiträge und Aktivitäten auf der Plattform dargestellt werden. In der oberen Leiste findest du alle allgemeineren Infos und Funktionen. Zum einen kannst du, wenn du Fragen hast oder Rückmeldung geben möchtest, auf diese Seite hier gehen. Weiter rechts findest du einen Button, über den du immer wieder auf dieser Neuigkeitenseite landest. Mit der Suchfunktion kannst du die Plattform durchsuchen über Themen oder Personen. So finde ich zum Beispiel schnell die Jugendberufsagentur. Hier ist der Bereich mit persönlichen Nachrichten und anderen Benachrichtigungen aus den Aktivitäten. Und ganz rechts findest du den Bereich mit allen Funktionen deines Profils. Du kannst hier auf dein Profil gehen und es bearbeiten oder Kontoeinstellungen vornehmen. Auf der linken Seite sind alle Bereiche und Funktionen für die Zusammenarbeit und Vernetzung abgebildet. Ganz oben der Neuigkeitenbereich, darunter gibt es den Mitgliederbereich. Im Open Mic kannst du deine Anliegen und Unterstützungsanfragen stellen. In den Gruppen wird zu den Handlungsfeldern zusammengearbeitet und Dokumente geteilt. Es gibt einen Veranstaltungsbereich, in den du auch selbst Veranstaltungen einstellen kannst. Im Dokumentenbereich werden Dokumente hochgeladen, die für alle relevant sind. Und der Bereich Impulse bietet dir noch einmal kurze Berichte über aktuelle und wichtige Events oder Neuigkeiten aus der Integrationsarbeit. Auf der rechten Seite findest du ergänzende Informationen, zum Beispiel zur Vollständigkeit deines Profils, wer gerade online ist, oder zu den Forenbeiträgen in deinen Gruppen. Du kannst außerdem dieses Menüband einklappen. Dann erscheinen die Namen beim Drübergehen. So wird dir das am Anfang auch angezeigt. Das heißt, wenn dir das zu unübersichtlich ist, klapp gerne dieses Menüband aus.